Willkommen bei Algebraba. Wir betrachten heute Folgen und Konvergenz. Ganz allgemein erstmal die Frage, was ist eine Folge? Und da kann man festhalten, eine Folge ist eine Abbildung. Ist eine Abbildung, also das heißt quasi, wenn man sich das so vorstellen möchte, ist das dasselbe wie eine Funktion. Wobei man da jetzt nicht von der typischen Funktion ausgehen sollte, die man jetzt hier einfach so zeichnen kann, so zack, wie x hoch 3 oder sonst irgendwas oder e hoch x, sondern man betrachtet das eher, also ich würde es eher etwas als abstrakter betrachten. Wobei es natürlich, es kann sogar eine Folge wirklich eine Funktion sein, ja. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Also e hoch x ist auch im Grunde genommen eine Folge von Zahlen, die halt dann irgendwie steigt. Und diese Abbildung, die kann man dann wie folgt definieren. Man bildet die natürlichen Zahlen auf irgendeine Menge ab. Wir sagen jetzt einfach mal die Menge b. Wie die heißt, ist eigentlich egal. Kann auch m, a, x oder sonst irgendwie heißen. Und dabei wird dann n, also die natürliche Zahl selbst, auf a n abgebildet. Das heißt, wir setzen einmal in die Folge die 1 ein, wissen, okay, das erste Folgenglied ist das, setzen die 2 ein, dann kommt das raus und immer so weiter und so fort. Und b ist dabei definiert quasi als die Menge aller Folgenglieder, wobei halt das n aus den natürlichen Zahlen stammt. Und besonders interessant bei solchen Folgen ist, also ich meine, es ist ja natürlich schön zu wissen, dass die existieren und dass die da irgendwie, ja, irgendwas machen, aber wichtig ist der Begriff der Konvergenz. Und Konvergenz besagt, es gibt irgendwie einen Wert, gegen den das Ganze geht, ja. Also angenommen, wir haben jetzt eine Folge, die immer näher an die Null rankommt, sagt man, die konvergiert gegen Null. Und ganz allgemein gesagt heißt das, also eine Folge an konvergiert falls ein Punkt a existiert, so dass Folgendes gilt. So dass für jedes Epsilon, größer 0, ein n, das kann man auch irgendwie anders nennen, das kann auch ein b, ein x, ein sonst irgendwas sein, ein n in den natürlichen Zahlen existiert mit a n minus a ist kleiner als Epsilon für alle n, weil ja, sie müssen natürlich sein, aber wichtiger ist hierbei, dass die kleinen n's größer sind als das groß n, das wir gewählt haben. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber wir gucken uns einfach mal ein Beispiel an. Wir nehmen jetzt mal die Folge, sagen wir einfach mal an ist 1 durch n. Und wir geben uns jetzt mal vor, Epsilon soll, sagen wir, Epsilon ist ein Hundertstel. Wir sagen, wir wollen jetzt wissen, ab wann sind die Folgenglieder vom vermeintlichen Grenzwert um weniger als ein Hundertstel, ich meine, um weniger als ein Hundertstel entfernt. Und wir überlegen uns jetzt, okay, wir wissen 1 durch n, wir gucken, wir setzen was Größeres ein, wir setzen 100 Millionen ein, dann wird die Zahl echt winzig kleiner. Also wir vermuten, an geht einfach, oder was heißt wir vermuten, wir wissen, dass an geht gegen 0. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Epsilon ist ein Hundertstel, bedeutet das, für alle n, die größer sind als 100, beziehungsweise groß n, wir können es mal aufschreiben, groß n ist jetzt 101, weil, denn der Betrag von an
minus 0 ist dann kleiner Epsilon, weil wir können jetzt sagen, wir setzen hier ein 1 durch 101 minus 0 ist kleiner als 1 durch 100. 102 minus 0 ist kleiner als 1 durch 100 und so weiter. Könnten wir immer weiter fortsetzen. Da es allerdings heißt, für jedes Epsilon könnte es jetzt auch sein, wir haben zum Beispiel ein Epsilon, das ist ein Tausendstel. Daraus folgt, dass n muss halt ein bisschen größer gewählt werden. Das ist jetzt 1001. Und dann gilt immer noch an minus 0 ist kleiner als Epsilon. Und wenn man bei einer Folge für jedes Epsilon, ganz egal was man hier wählt, wenn man irgendwann sagt, ja, das soll jetzt 100 Billiardstel sein, ja, dann sage ich, gut, dann ist Groß N eben 100 Billiardstel oder beziehungsweise 100 Billiardstel Einstel oder wie auch immer das dann heißt, ja, und kann immer noch sagen, okay, alle Folgenglieder, dann sind immer noch kleiner als Epsilon. Und das bedeutet dann eben Konvergenz. Es ist egal, wie viele endlich abzählbare da jetzt rausfallen aus diesem Bereich. Ja? Wenn wir jetzt Epsilon sehr klein machen, dann fallen vielleicht die ersten 100 Milliarden nicht in den Epsilon-Streifen rein. Aber danach können wir sagen, okay, wir spannen so einen kleinen Streifen auf am Grenzwert und gucken einfach mal, ab wann die da reingeraten, die Folgenglieder. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das ab dem 7., ab dem 100. oder sonst irgendwann gilt. Gut, das war's soweit erstmal zu Folgen und Konvergenz, so als kleine Einführung quasi. Sollten jetzt schon Fragen aufkommen, dann ja, entweder ihr schaut die anderen Videos, die noch kommen in diesem Bereich, oder ihr fragt einfach direkt, dann einfach in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschö!